Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das... Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf... Nicht vergessen. Sie scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Rebellion. Rebellion. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. In puncto Tränken haben wir alles.
begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Wie kann ich heute behilflich sein? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Hallo. Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Wunderbar. Auf geht's nach Hogsmeade.
Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Aus dem Handgelenk. Akio. Du bist gar nicht übel. Akio. Übertrifft das mal. Die Runde lasse ich dir. Akio. Blöder Stab. Akio. Ah, Glückstreffer. Gut, du hast mich besiegt. Du hattest nur Glück. Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Incendio! Hallo! Wie schön, Sie zu sehen! Konzentrieren, wenn Professor Scharf. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie,
Dann nicht. Kameraden durch die Flure schleudern. Depulso! Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Zauber sein. Akio! Leviosa! Was haben Sie jetzt vor? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Depulso! Dass wir endlich erfahren haben, warum. Rebellion. Rebellion. Einen wunderschönen guten Morgen auch. Na, ausgeschlafen. Nee, nicht ausgeschlafen. Eieieiei. Warum denn nicht? Hatte ich Knalli wach gemacht oder wie?
Oder die Mietzien. Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? Ja, stimmt, du warst ja heute Morgen schon bei der Krankengymnastik. Ja, gut dann. Aber das bleibt dir nicht aus, dass du den Bäcker hörst. Ich meine, das ist ja unmöglich, dass man den nicht hört. Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Ravenclaw. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind drei Strecken, vor Ewigkeiten von ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Machst du jetzt auch weiter, oder wie? Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Ja, es sind ja nur noch die Ritter. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Du beleidigst andere doch nur. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Die bietet eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten.
Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Ich muss meine Noten in Zauberkunst dieses Jahr unbedingt verbessern. Vielleicht kann ich jemanden aus unserem Haus schweben lassen. Ich habe immer noch eine Beule von Kräuterkunst. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Stunde aus dem Ohr gerutscht. Bin mit dem Kopf in einem Blumentopf aufgewacht. Ich wünschte, wir würden bald den Aufsatz über Werwölfe aufkriegen. Wann kommt das endlich dran? Revelio. Revelio. Lumos. Revelio.